Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie man so ein altes Bauernhaus, ein Plastikhaus altert, nur mit Wasserfarben. Was braucht ihr dazu? Also einen normalen Wasserfarbkasten, wie im Handel üblich, einen feinen Pinsel, das ist wichtig, etwas Schleifpapier. Los geht's! Ja, heute soll es mal darum gehen, etwas zu altern, einfach mit Wasserfarben und vielleicht noch mit etwas Turf. Will ich mal etwas versuchen. Also ihr seht hier ein altes, wirklich altes Bauernhaus, ein Berghaus, wurde hier auch schon probiert, etwas anzumalen und zu altern. Jetzt grundsätzlich sagt man ja hellere Flächen dunkler und dunklere Flächen heller. Jetzt mache ich zuerst einmal alles mit Schwarz. Ich habe hier Wasser genommen. Aber mit einem Tropfen, zwei Tropfen Spülmittel, um die Spannung etwas zu nehmen. Jetzt fangen wir einfach mal an, die weißen Flächen schwarz zu machen. Also einfach Pinsel eintunken, schwarze Farbe nehmen. Einfach normale Wasserfarben, wie sie so im Handel sind. Lieber dünner arbeiten, weder zu stark. Einfach die Flächen darüber gehen. Schauen, dass ich nicht in die Fenster komme. Die Frage ist immer, wie viel will man? Will man mehr, will man weniger? Aber lieber am Anfang etwas weniger. Man kann noch einmal darüber gehen. Jetzt hier einfach bei den Läden einfach noch ein bisschen abtupfen, hier auch, dass es nicht zu stark wirkt. Es soll ja nur leicht sein und nicht zu stark. Jetzt sieht man ja am ersten Effekt hier. Jetzt kann ich ja hier unten einfach, der Schmutz vom Haus oder so, vom Regen, läuft ja auch runter und ist meistens hier am unteren Teil etwas mehr als im oberen. Ich mache hier auch das ganze Holz einmal und nehme nachher auch die Farbe wieder weg. Ich denke, so ist das nicht schlecht. Ich denke, so kann man das lassen. Jetzt fahre ich hier einmal mal weiter auf dieser Seite rundherum und dann zeige ich euch mal schnell das Zwischenergebnis. So, jetzt habe ich das mal rundherum gemacht. Die Frage ist halt immer, wie stark will man das ausreizen? Will man das nur auch mit Kindern etwas altern oder will man das extrem schön haben? Das ist immer die Frage. Man kann natürlich mit Pulverfarben und mit Airbrushen, weiß ich nicht was, kann man da natürlich alles benutzen. Hier würde ich einfach noch bei der Wand etwas unregelmäßig abtupfen oder vielleicht auch mit dem Tuch noch reiben, dass es nicht gleichmäßig ausschaut oder gleichmäßig grau ist. Hier auf dieser Seite habe ich auch die Türen gemacht. Jetzt hier beim Holz, das ist ja meistens so etwas heller oder einfach unregelmäßig. Ich nehme hier jetzt einfach ein Schleifpapier, starkes Schleifpapier, gehe hier an gewissen Stellen einfach darüber und raue das ein wenig auf, dass ich hier so unterschiedliche Farben habe, weil vom Plastik hat es schon eine gewisse Grundfarbe, sage ich einmal. Dann sieht das in etwa so aus. Mache hier noch ein Beispiel, hier ist das etwas heller, aber die Eckkanten meistens hier etwas abgenützt. Da könnt ihr einfach mit dem Schleifpapier etwas darüber gehen und schon habt ihr ein wenig Struktur. Hier auch, hier auf der Längsseite kann man hier einfach ein bisschen darüber schleifen, quer, längs, wie ihr das haben möchtet, weil die Fassade in das Holz ist ja meistens auch etwas aufgeraut. Und dann wirkt es auch ein bisschen heller, da gibt es einen speziellen Effekt. Also ich nehme
wieder wässriges Schwarz. Gehe darüber. Jetzt einfach schauen, dass es nicht runtertropft, weil sonst habe ich ein Problem. Da gehe ich jetzt ein bisschen mit mehr Farbe darüber. Schornstein kann man auch noch mitnehmen, das ist kein Problem. Hier mache ich jetzt einfach die Struktur, ist da schon etwas grau darunter. Ich tupfe jetzt etwas unregelmäßig das Ganze weg. Was ich jetzt hier noch mache, ich habe hier so Turf, Braun und Grün. Da streue ich hier jetzt einfach aufs Dach, weil hier ist manchmal so an den Rinnen so Moos hat es da ja manchmal noch. Dann habe ich erstens eine Struktur und zweitens habe ich gewisse Farbpigmente vom Turf natürlich auch noch. Das muss ganz leicht sein, gar nicht viel, weil ich will ja hier nur einen leichten Touch haben. Und sonst, wenn ich das extrem haben möchte, kann ich ja da einfach noch ein paar Pigmente einkleben. Aber ich möchte jetzt das einfach möglichst einfach halten. So. Falls der Turf nicht hundertprozentig halten sollte durch die Farbe, kann man einfach noch ja, mit Leimfixation darüber gehen oder so. Aber ich denke, so sieht das gar nicht schlecht aus. Warten wir mal, bis das trocken ist und dann schauen wir uns das mal an. Das Ganze ist noch nicht trocken, aber wir fahren jetzt hier weiter. Weil ihr seht ja, hier ist das zum Teil zu dunkel, das kann man ja nicht so lassen, will ja keine schwarze Fläche. Jetzt nehmt ihr einfach Weiß, wascht den Pinsel aus und dann einfach einmal in das Weiß hinein und dann ausstreichen, also wie beim Granieren eigentlich, dass ich nur eigentlich ganz wenig Farbe auf dem Pinsel habe. Und dann gehe ich auch hier darüber, ganz fein so ein bisschen und helle das nun wieder auf, vor allem bei den Läden hier so, dass ich so ein bisschen eine Struktur bekomme, dass nicht das Ganze dann so schwarz wirkt. Dass ich wie so über die Querrillen vom Ganzen hier ganz wenig mit dem Weiß hier arbeite. Weil ich will ja nicht eine schwarze Fläche haben, hier oben vielleicht auch noch ein wenig. Hier unten kann man das lassen, das ist okay. Wirklich dezent, aber doch ein wenig mit Weiß darüber. Und dann den Pinsel immer wieder auswaschen, weil es nimmt ja ein bisschen die Farbpigmente von der schwarzen Farbe weg. Dann schaut das so in etwa aus. Ich mache jetzt mal hier alles rundum und dann melde ich mich wieder. So, das Ganze sieht nun so aus. Ich habe hier auch wirklich noch weiß wie graniert, sage ich dem. Die Läden auch. Das kann man hier gut sehen. Jetzt das Dach ist mir natürlich noch etwas zu dunkel. Das ist klar. Wir arbeiten ja mit Wasserfarben und sonst nichts. Das ist ja eigentlich die Idee von heute. Jetzt am Dach kann man einfach noch ganz wässriges Grün, nehme ich jetzt hier noch. Da kann man ja die überschüssige Farbe dann ja wieder gut abtupfen. Das ist ja gar kein Problem. Also, nehmen wir mal so ein Giftgrün, wie es im Malkasten ist. Viel Wasser. Und dann gehe ich hier einfach noch darüber. Ich streiche jetzt nicht, sondern ich tupfe das Ganze auf das Dach. So, jetzt nehme ich ganz wenig vom Ganzen hier weg wieder. Tupfen das weg. Dann gibt es so eine gräulich-grüne Struktur, auch vom Turf her. Mir das mal an. Ja, ich denke, das ist gar nicht schlecht.
Da arbeite ich am Kamin noch etwas, denke hier. Aber sonst denke ich, ist okay. Jetzt habe ich noch hier das Ganze wie weiß noch garniert, aber irgendwie ist mir das noch ein bisschen zu grün. Ist ja immer ein Testen und ein Probieren hier. Jetzt gehe ich auf hier auf die einzelnen Flächen noch ein bisschen mit Braun ein. Will ich jetzt hier einfach noch mit wässrigem Braun hier. Gehen wir hier jetzt noch einfach mit wässrigem Braun dahinter. Mal schauen, wie denn das wirkt. Tupfe ich das nachher natürlich wieder ab. Ich will hier so ein, ja nicht gerade ein Tarnlook haben, aber doch ein wenig verschiedene Farbnuancen haben. Weil wenn ich jetzt die Farben ineinander wässrig ineinander mische, dann habe ich hier so ein grau, schwarz, grün, weiß Ton. Beim Kamin hier lasse ich das ein wenig offen, weil hier ist er eher etwas schwarz. Ich glaube, jetzt sieht das gar nicht so schlecht aus. Warten wir mal, bis das trocken ist und dann zeige ich euch mal das Ergebnis. So, nun sieht das so aus. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen, muss ich sagen, gemogelt habe ich. Das Turf habe ich wieder weggenommen. Jetzt habe ich hier einfach quer zu dem Dach hier, dass die Rillen besser rauskommen, habe ich einfach mit dem Schleifpapier noch ein bisschen darüber gemacht. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, hier beim Beton kann ich ja dasselbe eigentlich auch machen. Hier am oberen Teil soll es ein bisschen heller sein, im unteren Teil etwas dunkler von der Mauer her. Einfach hier auch ein bisschen mit dem Schleifpapier noch darüber gehen und ein bisschen, ja, kaputt simulieren oder etwas zerkratzt, dass es noch ein bisschen hellere, dünklere Nuancen gibt hier. Das ist so mein, ja, das habe ich gedacht, das könnte noch cool wirken. Das habe ich jetzt hier gleich rausgefunden. Ich tüftle auch immer sehr gerne. Das ist auch das Coole an unserem Hobby. Immer etwas probieren. Nicht gleich aufgeben und denken, ja, ich bin jetzt zufrieden mit dem. Klar, man kann alles viel besser und viel ausgeklügelter machen, wie bei allen Sachen. Aber ich finde, mit einfachen Materialien finde ich das eigentlich cool. Hier bei der Türe hier habe ich natürlich etwas mehr rausgenommen, etwas mehr auch bei der Türe, weil da gibt es natürlich Spuren, wenn man hier hineingeht, das ist ganz klar. Aber ich denke, das Dach ist auch okay, grün, braun, schwarz. Also ich bin eigentlich zufrieden mit alles nur mit Wasserfarben, keine Wurst, keine Pulverfarben, nichts. Also ja, ich denke, so kann man einfach Sachen altern.